Neben dem anderen Fahrzeug, dem anderen BMW da, und ja, da rumpelt es jetzt im Kiesbett. 201, ja, das ist jetzt wie Schmierseife. Die 115, hoffentlich geht das gut. Das ist natürlich die langsame Gruppe. Schau mal, das ist Aquaplaning pur. Da ist überhaupt nicht mehr von Kontrolle zu sprechen. Tja, sogar ein Benny Leuchter im Golf GTI aus der TCR-Serie ist rausgerutscht. Leitplankenschaden, lieber Matthias Kolas, der Teammanager, ist aber weitergefahren und die 201 steckt im Kiesbett. Das hat man zu spät realisiert, dass es dann nass ist. Urplötzlich ist nämlich nur der Einschlag des CA zu sehen. Dahinter dann, jetzt kommt gleich der Golf GTI von Benny Leuchter von Racing One, auch noch angerutscht. Da ist man wirklich überrascht worden. Da sehen wir das Heck vom Benny Leuchter, wie er kurz die Leitplanke touchiert. Da hast du im Grunde keine Chance mehr. Du kommst um den Rechtsklick und dann auf einmal ist es nass. Und da sehen wir die Arnbergkurve. Da sehen wir die Arnbergkurve. Da sehen wir nochmal den harten Einschlag von drei Porsche kämen auf Schlag. Also, die haben sich da nicht zum Skat. Und die haben sich nicht zum Skat-Spielen dort verabredet, aber sie sind überrascht worden von diesem Regen. Ja, und da gesellen sich immer noch mehr da dazu. Das, was sie sehen zu Hause, ist dieses Replay. Da müssen jetzt die Funksprüche reinkommen in den Autos. Es geht nicht mehr, während wir dann die nächsten zwei in der Wiederholung nochmal fliegen sehen. Also, Eddie, ich krieg die Pimpernel. Ja, und Wolfgang, starker Hagel in der Fuchsröhre wird auch gemeldet. Hatten wir ja gestern schon das mit dem Hagel. Also leider Gottes habe ich mich da vertan bei meiner optimistischen Aussage zum Thema Wettergott. Der ist dann halt doch kein Motorsportfan. Der will hier für Spektakel sorgen. Aber so viel Spektakel will ich jetzt gar nicht haben. Also mir tut das wirklich sehr, sehr leid, auch für die Fans. Schauen Sie sich mal an, was da los ist. Da ist ja gleich wirklich ein ordentlicher Stau im Kiesbett, wenn das so weitergeht. Da. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Schade für die Teams. Und jetzt ist hier natürlich gleich richtig was los in der Boxengasse.
Denn das ist da jetzt einfach schlicht und ergreifend unfahrbar. Das geht nicht. Achtung da. Mann, oh Mann, das kann doch kein Mensch gebrauchen. Ein bisschen Regen, ja, okay. Aber doch bitte nicht so. Und unten unsere Jungs, die kriegen das natürlich mit hier. Da ein Favoriten M6. Wahnsinn. Ebenfalls im Kiesbeck. Gehen gleich runter zu euch, Jan Stecker und Matthias Malmedy. Aber wir haben hier gerade den Eiertanz der 88 im Haribo AMG, den wir da beobachten. Mann, oh Mann, was da unten los ist, das gibt's gar nicht. Und was sagt man da unten im Bereich der Boxenanlage zu dieser katastrophalen Situation da mit dem starken Hagel und mit dem Wasser, was da auf der Straße steht? Matthias und Jan, bitte. Ja, das ist der erste Runde da unten, alles richtig. Und da sehen wir nochmal einen Abflug eines AMG GT3 bei der Anfahrt, bei dem Linksknick runter zur Arenbergkurve. Und das ist, glaube ich, dann die Startnummer 30. Da winnt der Teamchef, der Günther Abren, aber verrückt werden, dass man hier die Leitschiene touchiert. Aber da wird man wirklich überrascht. Das ist ein Blindflug. Aber Gott sei Dank kann die 30 dann weiterfahren. Da wird ein bisschen getebt und dann geht's weiter. Und wir haben die rote Flagge draußen. Rennabbruch sehe ich. Ende. Boxengasse. Rot rund um die Strecke. Rennabbruch für die 44. Ausgabe des ADAC. 24-Stunden-Rennen, Andy. Neutralisiert. Jetzt sind wir gespannt zu den Informationen. Denn es wird jetzt einiges dauern, bis die Autos jetzt kommen in die Boxengasse. Das ganz Normale. Da werden erstmal die Bergungsarbeiten durchgeführt, die hier am Arenberg natürlich durchgeführt werden müssen und da auch ein wenig länger dauern werden. So viele Autos, die da wirklich keine Haftung mehr hatten, nicht mehr in der Lage waren, weiterzufahren. Ja, und da bin ich halt der Meinung, immer noch auch in der Hoffnung, dass da nichts Schwereres passiert ist. Hier der Blick von Maxi Götz aus dem Auto. Also, schau mal, davor, das ist ja dann auch so ein Problem für die Top-Jungs, selbst wenn sie das über Funk mitgeteilt bekommen haben, wenn sie da langsam machen. Man weiß ja nie so genau, wenn es da die Einschläge gibt, wo die dann zurückgerutscht Team. Und dazu gehören natürlich auch noch unsere vier... Vielen Dank, lieber Matthias. Also, Red Flag. Und es gab nicht nur die Tatsache, dass wir diese rote Flagge gesehen haben. Es gab auch schon und gibt auch schon die ersten Informationen. Mein lieber Lukas... Epochale Zustände da draußen. Es ist ja unfassbar. Also das hat nicht nur was von Weltuntergangsstimmung, das ist Weltuntergangsstimmung, so wie sich das momentan darstellt. Da sind Hagelkörner von der allerfeinsten Sorte runtergekommen. Wir hatten ja diese Unwetterwarnung kurz nach dem Start ja auch mitbekommen, dass da Eddie Mielke und Wolfgang Drabiniok halt diese Meldung mehrfach über den Ticker jagen mussten oder rausschicken mussten ins World Wide Web, an die Strecke raus, speziell natürlich an die Strecke. Dem WWW kann es egal sein, ob es hier jetzt regnet oder nicht. Das heißt, jetzt im Moment ist es ihm also eher auch nicht egal, weil es bewegt sich halt einfach kein Rad. Es dreht sich nichts mehr. Und wir haben Bilder gesehen, liebe Motorsportfreunde, auch für euch draußen an der Rennstrecke, die wir in einigen Replays und in einigen Live-Bildern gesehen haben, unter anderem aus dem Vorjahres-Siegerfahrzeug der Startnummer 1, wo ganz klar ersichtlich war, dem Auto geht's gut, dem Fahrer geht's auch gut, der Scheibenwischer ist an.